So, jetzt haben wir im letzten Video, haben wir jetzt unser Szenenbrief erstellt. Der Szenenbrief ist komplett. Und jetzt kommt die Frage, wie kriege ich die einzelnen Briefe raus? Die natürliche Instinkt ist, dass man über Datei geht und sagt, Datei drucken. Aber wenn man im Hauptdokument auf Drucken geht, druckt man nur, was man jetzt gerade sieht. Also in dem Fall entweder das da und wenn die Vorschau aus ist, dann das da. Also das heißt, die einzelnen Briefe kriegt man nicht direkt über Drucken im Hauptdokument, sondern man hat dafür hier diese Funktion oder diese Schaltfläche Fertigstellen. Wenn man auf Fertigstellen geht, hat man zwei Optionen. Entweder Dokumente direkt drucken und da gehen wir drauf. Hier hat man jetzt die Option, man kann entweder alle Dokumente drucken, nur den aktuellen Satz, also quasi nur diesen Ralf-Martina-Brief, oder man sagt, ich will von Brief Nummer 2 bis Brief Nummer 5 drucken. Ja, wir gehen auf alle. Und jetzt, wenn ich auf OK gehe, werden dann alle 7 Briefe gedruckt. Automatisch, eine nach dem anderen. Ich gehe mal auf Abbrechen, weil das ist unnötig, die alle zu drucken. Die andere Option ist, der Name ist zwar blöd da, einzelne Dokumente bearbeiten, aber das mit dieser Option erzeugt man eine neue Datei. Und diese Datei hat dann die einzelnen Briefe. Ja, wir machen es mal. Man sieht hier, man hat wieder die Optionen wie vorhin. Ja, wir gehen wieder auf alle. Und da sieht man, jetzt haben wir eine neue Datei erstellt. Die heißt Szenenbriefe 1. Die wird automatisch von dem Szenenbrief erstellt. Und diese Datei hat 7 Seiten, sieht man hier unten, 7 Seiten. Das heißt, jeder Brief ist auf einer separaten Seite. Und da ist der erste Brief. Und wenn ich jetzt runterrolle, da ist die erste Seite fertig, es kommt der zweite Brief. Ja, Ralf Martina, und dann runterrolle, kommt der dritte Brief und so weiter. Okay? Und jetzt kann ich diese Datei drucken. Ich finde, also meiner Meinung nach, ist diese Option, indem man, ich mache es mal nochmal, nur dass man es nochmal sieht. Wenn ich hier gehe, im Hauptdokument, wie gesagt, man hat die zwei Optionen hier, direkt zum Drucker, würde ich persönlich nicht empfehlen, weil oft druckt man Sachen raus und dann merkt man, oh, das ist falsch, da ist ein Fehler und so weiter, da muss man nochmal drucken, das ist eine riesen Zeit- und Papierverschwendung. Während hier auf die Option erzeugt man eine neue Datei, die gewünschten Briefe beinhaltet. Und jetzt hier kann man überprüfen, ob alles okay ist. Und dann noch was, hier kann man einzelne Briefe noch was, entweder in Zusatztext hinzufügen, zum Beispiel hier, ihr könnt gerne euer Hund mitbringen. Ja, das gilt jetzt nur für diese zwei Leute, für die anderen nicht. Okay? So, das könnte man, wenn man jetzt diese einzelnen Briefe direkt zum Drucker schickt, könnte man sowas zum Beispiel nicht machen. Aber viel wichtiger ist, man kann auch jeden Brief durchchecken, ob alles in Ordnung ist und dann jetzt kann ich dann das drucken. Gehe einfach auf Drucken und zack, kommen dann in dem Fall alle 7 Seiten raus. Okay? Noch was Wichtiges. Wenn ich jetzt hier irgendwas schreibe, das kriegen alle Briefe. Also im Hauptdokument, alles was nicht in den schattierten Felder, beziehungsweise was nicht als Szenendruckfeld dasteht, ist für alle Briefe gültig, ist sichtbar für alle Briefe. Deswegen, wenn man einzelne Leute was hinzufügen bzw. löschen will, muss man auf einzelne Dokumente gehen, auf diese Option vielmehr. Okay, jetzt hat man wieder alle einzelnen Briefe und dann kann man den Brief auswählen, den man will und man kann dann hier hinzufügen den Text, den man will oder man kann auch gewisse Sachen auch löschen. Und das gilt dann nur für den Brief, weil die anderen Briefe sind damit unbetroffen. Und so, und jedes Mal, wenn er fragt, ob er dieses speichern will, muss nicht sein, weil wie gesagt, das ist nur ein Produkt vom Same Brief. Man kann diese einzelnen Briefe ganz leicht hier per Knopfdruck erneut erzeugen. Daher muss man die nicht jedes Mal speichern, weil sonst braucht man wahnsinnig viel Speicherplatz, wenn man viel mit Same Briefe arbeitet. Und das ist im Grunde genommen, wie man mit Szenenbriefe arbeitet. Also man erstellt das Hauptdokument, man verknüpft das mit der Datenquelle und dann erzeugt man die einzelnen Briefe entweder direkt zum Drucker, was ich persönlich nicht empfehlen würde, oder
man erzeugt eine neue Datei, die all diese Briefe beinhaltet, und dann kann man dann diese neue Datei dann drucken und oder als PDF speichern oder was immer und dann das dann an die Leute rausschicken.